Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schokibanoki Daily. Heute im Studio nicht nur ich, der Christian, sondern auch der Marc. Der Marc. Heute am 1. Februar, Marc. Was haben wir da? Wir haben ein Geburtstagskind des Tages. Oh. Boris Jelzin. Das ist doch so ein Russe, ne? Das ist ein Russe. Der war da auch mal so ein bisschen tätig, wo man so was zu sagen hat in Russland. Oh, gut. Ja. Boris Jelzin, dieses Jahr hätte er seinen 86. Geburtstag gefeiert. Ist er schon tot? Ja, also das sagt die Recherche. Boris Jelzin ist gestorben. Ja. Aber wie gesagt, heute wäre Geburtstag von Boris Jelzin. Ja, ich habe für den 1. Februar auch noch was. Am 1. Februar 1907 wurde der Sportverein Vogelheim gegründet. Was sagt ihr das? Vogelheim. Sportverein Vogelheim. Heute nennt er sich Rot-Weiß Essen. Rot-Weiß Essen. Ja. Rot-Weiß Essen. Stark. Mal wieder eine. Wie hießen die? Sportverein Vogelheim. Vogelheim, ja. Dann gehen heute Grüße raus an Rot-Weiß Essen. Und alle Vogelheimer. Und alle Vogelheimer Fußballfans. Habt ihr gut gemacht. VFF. Vogelfans. Mitgebracht habe ich ganz wichtig heute der Fakt des Tages. Ja, Fakt des Tages. Die Erde wiegt 6 Quadrillionen Kilo. Wow. Ja. Auch mit liegt auch dran, dass so kräftige Leute wie ich da drauf sind. Und so. Ist halt nur die Frage, wer hat das nachgemessen? Das habe ich mich auch gefragt, wie man das nachmisst, weil vielleicht wie so eine Kofferwaage irgendwie dran gehängt ja, oder so. Richtig, also richtig. Was anderes fällt mir da jetzt. Wer weiß es. Ja, Marc. Es war mal wieder ein schöner Tagesanfang heute mit dir. Richtig. Ja, Kann ich so zurückgeben. Ohne Sascha ist das richtig entspannt. Ohne Sascha ist es richtig schön hier. Ich merke das auch mal. Das sollten wir öfter durchziehen. Alles klar. Takeover. Schoki Banoki Takeover. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Zum nächsten Mal. Tschüss. Gute.